Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK, Motion and Control. Und Emitec, Spezialist für Abgasnachbehandlung. Mobilität erzeugt Wohlstand und wir sorgen für umweltfreundliche Mobilität. Emitec. Guten Morgen, ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen bei Autobranch, dem Frühstücksfernsehen für die automobile Welt. Auch im Jahre 2012 erfahren Sie bei uns wieder alles, was Sie über die Automobilbranche wissen sollten. Durch die Sendung leitet Sie meine Kollegin Moni Pappelau. Guten Morgen, Moni. Guten Morgen, Guido. Hallo, liebe Zuschauer, auch von mir ein frohes neues Jahr. Wir starten wie immer mit unserem Pressespiegel, einem Überblick aktueller Meldungen unserer Kollegen aus der Zeitungs-, Magazin- und Online-Welt. Das Jahr beginnt aus Sicht der Automobilbranche mit einem großen Paukenschlag, nämlich der North American International Auto Show in Detroit. Die kurz NIAS genannte Messe war in den vergangenen Jahren eher zu einer NIAS verkommen. Dieses Jahr hofft die Branche auf eine NIAS. Die Presse ist sich hier in Deutschland indes überhaupt nicht einig darüber, wie der Auftritt der Automobilhersteller im winterlichen und grauen Detroit zu bewerten ist. So zeichnet der Stern ein eher düsteres Bild mit pessimistischen Aussichten. Das Fachmagazin Automobilproduktion hingegen erkennt auf der Messe sehr viel positive Aufbruchsstimmung. Zu den heißesten Neuerungen zählt sicherlich das Porsche 911er Cabrio, der neue Ford Mondeo und natürlich der Mini Roadster, den wir Ihnen gleich noch detaillierter vorstellen. Tatsache ist, dass sich die deutschen OEMs bestens gelaunt in den USA präsentieren. Kein Wunder, Premium ist wieder in und die Absatzzahlen entwickeln sich derzeit prächtig. Daher rührt vermutlich auch der Optimismus, mit dem die deutschen Premiumhersteller unter der Federführung des VDA eine neue Dieseloffensive starten, wie die Süddeutsche derzeit berichtet. Nochmals soll das schlechte Image der Dieselfahrzeuge in der neuen Welt aufpoliert werden, zumal der Marktanteil bislang bei 2% stagniert. Das Jahr 2012 soll die Wende bringen. Lassen wir uns überraschen. Sie werden gerne verschwiegen, aber es gibt sie. Und zwar viele. Die heimlichen Rentnerautos sind im Kommen. Warum heimlich? Ganz klar. In der Werbung wollen die Hersteller ein dynamisches Image. Deshalb werden Autos nur von Jungen gekauft. Fahrer über 50 kommen nicht vor. In der Praxis sieht die Welt allerdings ganz anders aus. Es existiert der demografische Wandel. Die Kaufkraft der älteren Generation ist überdurchschnittlich. Und außerdem ist für ein selbstbestimmtes Seniorenleben ein Auto wichtig. Das weiß der Automarkt und geht deshalb gerne auf die Bedürfnisse solcher Kunden ein, allerdings ohne es laut zu erwähnen. So gibt es viele Neu- und Gebrauchtwagenmodelle, die auf ältere Fahrer zugeschnitten sind. Zufällig ist aus diesem Grund der Boom kompakter SUVs nicht. Denn wenn es im Rücken zwickt, ist das Aus- und Einsteigen auf hochmontierten Bequemsitzen deutlich angenehmer. Man denke nur an den Ford Kuga, den VW Tiguan oder an die Mercedes B-Klasse. Auch kleinere Modelle wie der VW Golf Plus sind aufgrund des dezenten Äußeren, dem bisschen mehr Dachhöhe und höher angeordneten Sitzen bei Älteren sehr beliebt. Bei neuen Modellen schaut der aktive Senior aber auch auf das Angebot verschiedener Assistenzsysteme. So sind die Parksensoren immer eine Hilfe, denn schließlich ist der Kopf beim Rückwärts-Einparken nicht mehr ganz so wendig wie mit 20. Eine Übersicht über die gesamte Modellpalette für den modernen Best-Ager finden Sie auf Welt Online. Eine weitere Messe buhlt bei den Autoenthusiasten um den ersten Startplatz im neuen Jahr. Alle zwei Jahre findet im indischen Neu-Delhi die Auto Expo statt. Spiegel Online-Redakteur Tom Grünweg war da und zeichnet in seinem Artikel Showtime im Schmutz ein sehr amüsantes, wenn auch trauriges Bild von dieser Messe im Zukunftsmarkt Indien. 1500 Aussteller präsentieren sich in maroden Messehallen und die Autos versinken unter einer dicken Staubschicht. Chaotische Straßenverhältnisse erschweren bereits den
den Weg zum Messegelände. Und auch vor Ort findet sich der Messebesucher nur schwer zurecht. Apropos schwer zurechtfinden, obwohl Indien in den kommenden Jahren zu einem der weltweit wichtigsten Wachstumsmärkte avancieren wird, verkaufen die deutschen Autohersteller hier nur sehr dürftige Stückzahlen. Premium spielt hier noch nicht die große Rolle. Im Trend liegen kleine, billige Massenautos, die aber zumeist von anderswo, nicht aber aus Deutschland kommen. Das ist traurig, zumal Indien spätestens 2020 zur drittgrößten Autonation herangewachsen sein wird und für die deutschen Autohersteller nicht mehr viel Zeit bleibt, um sich ein Stück vom Kuchen abzuschneiden. Unser neues Jahr 2012 ist nur wenige Tage alt. Grund genug für Zeit Online, das Autojahr 2011 noch einmal Revue passieren zu lassen. Es war ein Jahr mit Bestmarken für die deutschen Autohersteller. VW verkaufte erstmals mehr als 5 Millionen Fahrzeuge, BMW gut 1,6 Millionen Autos. Bei Audi sieht es kaum schlechter aus. Auch der Megamarkt China läuft allen Unkenrufen zum Trotz nach wie vor sehr gut. Die Koreaner ziehen ebenfalls nach, dagegen schwächeln die Japaner etwas. Das schwere Erdbeben hat den Herstellern doch mehr zu schaffen gemacht als erwartet. Obwohl man dazu auch sagen muss, dass zum Beispiel Honda oder Nissan mit ihrer Modelllinie etwas orientierungslos wirken. Auch bei Saab scheint jetzt das endgültige Aus da zu sein. Kurz vor Weihnachten im letzten Jahr hat der schwedische Autobauer Insolvenz angemeldet. Und auch die Marke Maybach wurde vom Daimler-Konzern eingestellt. Luxus hat hier nicht gezogen, ganz im Gegensatz zum BMW-Ableger Rolls-Royce. Nur die Frage der Fragen bleibt, was ist mit den Elektromodellen? Auf jeder Messe, ob in Frankfurt, Tokio, Shanghai oder Genf, waren sie zu sehen, sogar im Serienformat. Auf den Straßen finden wir sie jedoch noch nicht, die E-Autos. In dieser Beziehung war das Autojahr 2011 also eher ein Wartejahr. Wollen wir hoffen, dass sich das 2012 ändert. Kommen wir nun zu unserer Neuvorstellung der Woche. Die Detroit Motor Show ist Schauplatz für die Weltpremiere des Mini Roadster. Der erste offene Zweisitzer im Mini-Modellprogramm sorgt für staunende Blicke und Schnappatmung bei Autoenthusiasten. Der Grund? Die radikalen Formen des Kleinen beherbergen feinste Automobiltechnik und einige pfiffige Detaillösungen, die nicht nur Mini-Fans begeistern. Das robuste Textilverdeck des Mini Roadster ist im klassischen Stil britischer Roadster gehalten. Nach dem Öffnen faltet es sich flach hinter den Sitzen zusammen und gibt den Blick auf Innenraum und Insassen frei. Der 240 Liter fassende Gepäckraum ist optisch klar von der Fahrgastzelle abgesetzt. Zugleich sorgt eine breite Durchladeöffnung hinter den Sitzen für mehr Platz beim Einkaufen und im Urlaub. Die weit nach oben schwingende Heckklappe und die niedrige Ladekante erleichtern das Verstauen von Gepäckstücken. Gemeinsam mit dem verstärkten Windschutzscheibenrahmen sorgen zwar Überrollbügel aus Edelstahl auch im Fall eines Überschlags für guten Insassenschutz. Zur Markteinführung auf dem US-amerikanischen Automobilmarkt wird der Mini Roadster in drei Motorvarianten angeboten. Das Leistungsspektrum reicht von 121 bis 208 PS. Geschaltet wird über ein 6-Gang-Handschaltgetriebe oder alternativ dazu auch mittels 6-Gang-Automatikgetriebe, das es als Sonderzubehör gibt. Was uns bereits beim neuen Mini Coupé begeisterte, ist nun auch beim Roadster zu sehen. Der aktive Heckspoiler, der bei einer Fahrgeschwindigkeit von 80 km/h automatisch ausfährt, ist nicht nur ein optischer Leckerbissen, sondern bei hohen Geschwindigkeiten dringend vonnöten. Kommen wir nun zu unseren Top-Meldungen der Woche. Daimler und Renault-Nissan. Die beiden Autohersteller Daimler und Nissan werden im Powertrain-Werk von Nissan in Tennessee gemeinsam Mercedes-Benz Vierzylinder-Benzinmotoren produzieren. Die Produktion wird im Jahr 2014 aufgenommen und auf eine Kapazität von 250.000 Einheiten pro Jahr hochgefahren. Die Motoren werden sowohl in Modellen von Mercedes-Benz als auch von Infiniti zum Einsatz kommen. Volkswagen. Der Volkswagen-Konzern erweitert seine Produktionskapazitäten in China. Entsprechende Verträge zum Bau eines neuen Werkes in Ningbo in der südchinesischen Provinz Zhejiang wurden unterzeichnet. Das neue Werk in Ningbo soll bis 2014 fertiggestellt werden und jährlich ca. 300.000 Fahrzeuge produzieren. Es wird eine vollständige Automobilfertigung mit Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei und Endmontage entstehen.
Benteler. Der österreichische Automobilzulieferer Benteler hat Thomas Wünsche als Chef der deutschen Aktivitäten und der Benteler Automobiltechnik gewonnen. Er wird dort ab Februar Hein van Gerwen ersetzen, der das Unternehmen unerwartet verließ. Wünsche kommt vom Esslinger Zulieferer Eberspecher, wo er die Sparte Abgastechnik leitete. Magna. Magna Sieting, eine Tochtergesellschaft des Zulieferers Magna, hat den Karlsruher Sitzhersteller Vogelsitze übernommen. Das kanadische Unternehmen erweitert damit seine Produktpalette und baut seine Stellung auf dem deutschen Markt aus. Vogelsitze ist auf Sitze für Nutzfahrzeuge spezialisiert und setzte im Jahr 2011 etwa 19 Millionen Euro um. Audi. Audi will sein erstes eigenes Werk in Nordamerika bauen und somit zur Premium-Konkurrenz aufschließen. Audi-Chef Rupert Stadler deutete an, dass die Ingolstädter nicht beim Werk der Konzernmutter Volkswagen in Chattanooga andocken wollen. Ein genauer Standort wurde noch nicht bekannt gegeben. Fiat. Die Fusion zwischen Fiat und dem US-Partner Chrysler wird erst nach 2015 erfolgen. Dies erklärte Fiats Geschäftsführer Sergio Marchionne kurz vor Eröffnung des Autosalons von Detroit. Der italienische Autobauer hat diese Woche seinen Anteil an dem US-Unternehmen um weitere 5 Prozentpunkte erhöht und hält nun 58,5% an Chrysler. Auch der Börsengang der fusionierten Gesellschaft an der Wall Street werde nicht vor 2015 erfolgen, versicherte Marchionne. Im selben Jahr werde er auch seinen Nachfolger wählen. Diese und weitere aktuelle Nachrichten zum Nachlesen finden Sie unter www.automanager.de in der Rubrik Meldungen. Soweit unsere Top-Meldungen. Weiter geht's mit den Terminen und Guido. Dankeschön, Moni. Und ich habe wie immer noch zwei Veranstaltungshinweise für Sie. Bereits zum siebten Mal jährt sich 2012 die MTZ-Fachtagung in Wolfsburg. Dieses Mal steht sie unter der Überschrift Antrieb von morgen. Im Mittelpunkt stehen die Energieträger und der Antriebsstrang der Zukunft. Die Tagung widmet sich dabei nicht nur den Komponenten, sondern betrachtet insbesondere ihre Wechselwirkung und die Zusammenarbeit untereinander zur Erreichung des effizientesten Antriebsstrangs. Termin ist der 24. bis 25. Januar in Wolfsburg. Das Euroforum Strategieforum Automobilzulieferer nimmt sich Ende Januar den zentralen Fragen der Automobilwirtschaft an. Themen wie China, Indien gehören ebenso dazu wie die Elektromobilität. Termin ist der 31. Januar bis zum 1. Februar in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart. Weitere Veranstaltungen finden Sie natürlich auch in unserer Rubrik Events unten rechts im Menü. Genau, und das war der erste Autobranche in diesem Jahr. Nicht vergessen, wer in der Automobilbranche etwas zu sagen hat, sagt es in Automanager TV. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihnen noch einen guten Morgen. Tschüss von uns. Tschüss.